Doch was habe ich jetzt eigentlich verdient? Bei mir waren es jetzt gerundet. Hi, ich bin's kurz hier aus dem Schnitt, bevor das Video richtig startet, ein kurzer Disclaimer. Ich bin hier zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das bedeutet, alle Werte, die ich jetzt hier drinnen nenne, bis auf die von dem Statistischen Bundesamt, weil die sind auch öffentlich zugänglich, sind Online-Werte, die ich irgendwo gefunden habe. Ich habe daraus einen Mittelwert gebildet und habe damit dann gerechnet. Das dient einfach dazu, um einfach so einen groben Überblick zu bekommen, was verdient man bei AIDA versus was verdient man an Land und wie sind da vor allen Dingen die Unterhaltungskosten. Das soll einfach das Video ein bisschen thematisieren, also wie ist das Ganze ins Verhältnis zu setzen. Wie gesagt, die Werte, die ich hier für mein Gehalt nehme, entsprechen jetzt nicht tatsächlich der Realität. Dazu bin ich zur Verzwiegenheit verpflichtet und ich würde natürlich auch sehr, sehr gerne weiter mit AIDA fahren. Deswegen hoffe ich, dass das für euch in Ordnung ist und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß weiterhin mit dem Video. 3.813 Euro verdient man in Deutschland 2021 netto als Haushaltseinkommen hier bei uns als Angestellter. Doch wie sieht das Ganze aus an Bord eines Schiffes? Da gab es auch sehr, sehr viele Fragen von euch. Vielen Dank auf jeden Fall dazu. Bei mir unten in den Kommentaren, aber auch auf Social Media. Einige von euch haben mich auf Instagram angeschrieben, haben gefragt, hey Palle, wie sieht's denn aus? Was verdient man an Bord eines Schiffes bei AIDA? Und dementsprechend möchte ich das heute halt alles mal ein bisschen aufgreifen, erklären, einfach ein bisschen Abhilfe zu schaffen, um ein bisschen Klarheit zu schaffen. Deswegen werde ich natürlich auch wieder mit vielen Animationen arbeiten und falls euch das Ganze gefällt, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen, weil halt hier viel Arbeit reinsteckt und vor allen Dingen, falls noch irgendwelche Fragen offen bleiben dann am Ende oder falls ihr jetzt schon Fragen habt zu generell der Tätigkeit an Bord oder auch zu Reisen, dann stellt mir die sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren, lasst uns da ein bisschen austauschen, vielleicht kann ich euch auch direkt bei kleineren Fragen direkt helfen. Da freue ich mich immer sehr, wenn ich da einen Kommentar lese, ob das Video zum Beispiel cool war oder wenn ihr halt eine Frage habt. Deswegen lasst uns da gerne in Austausch treten. Und wenn euch das Ganze gefällt, wie gesagt, einen Daumen nach oben und abonnieren auch nicht vergessen, damit ihr bei weiteren Videos hier mit am Start seid. Wenn ihr anfangt bei AIDA, ist es so, dass ihr erstmal einen Vertrag bekommt. Ihr könnt euch dann aussuchen, in welchem Zeitraum. Ich möchte beispielsweise in den Wintermonaten, also zum Beispiel von Dezember bis März, auf AIDA gehen. Und dann kriegt ihr da zum Beispiel ein Angebot geschickt. Prinzipiell ist es so, dass man hier keinen langfristigen Arbeitsvertrag bekommt, sondern bei den meisten Jobs ist es so, dass man am Anfang erstmal einen befristeten Arbeitsvertrag bekommt über halt diese Dauer des Einsatzes. Das können beispielsweise 3 Monate sein, es können aber auch 6 Monate sein. Das könnt ihr ganz individuell entscheiden. Was ihr nicht entscheiden könnt, ist, wo es dann hingeht. Da kriegt ihr dann eine Mail, wo dann halt drin steht, hey, das ist dein erster Einsatz, für dich geht's auf AIDA, bei mir war es jetzt eben sprechen die Prima, aber es können dann auch andere Schiffe sein. Wenn ihr in den Sommermonaten zum Beispiel unterwegs seid, dann kann es sein, dass ihr mehr in dem europäischen Raum seid, also beispielsweise im Mittelmeer, bei den Kanaren, bei der Metropolentour in Norwegen oder in der Ostsee. Das liegt daran, dass die Schiffe von AIDA im Sommer alle im europäischen Raum sind, weil halt einfach hier das Wetter auch schön ist. Und im Winter fahren die dann alle in ihre Winterregionen quasi im Orient, in die Karibik oder beispielsweise auch die Weltreise. Und da ist es dann so, dass man dann natürlich weiter wegkommt, wenn man den Erstvertrag jetzt im Winter anfängt. So war es ja auch bei mir. Ich habe im Januar angefangen und bin dementsprechend in den Orient gefahren oder geflogen, besser gesagt, und bin da dann die Transreise mitgefahren Richtung Norwegen. Dann ist es so, dass man den Arbeitsvertrag bekommt und den muss man natürlich dann unterzeichnen. Und in diesem Arbeitsvertrag ist es so, dass drin steht, dass man entsprechend auch 7 Tage arbeiten muss. Und das ist schon mal der erste Punkt, wenn man jetzt als Außenstehender drauf guckt und sich so denkt, hä, okay, die verdienen jetzt so und so viel, wie gesagt, zu den Zahlen komme ich gleich noch, und müssen dann aber 7 Tage dafür arbeiten, dann ist das ja schon recht wenig. Und klar, das stimmt, man muss jeden Tag an Bord arbeiten. Man hat keinen Tag Pause, es sei denn, man wird krank zum Beispiel, aber man muss trotzdem 7 Tage arbeiten. Und das ist auch was, was man auf jeden Fall wissen muss, bevor man an Bord geht. Da habe ich auch schon mal ein externes Video drüber gemacht, über die Nachteile, wenn man jetzt an Bord arbeitet. Wenn man dazu jetzt nicht in der Lage ist, wirklich über Monate hinweg jeden Tag zu arbeiten, dann sollte man das Ganze noch überdenken, weil auf die Dauer kann es doch trotzdem schon anstrengend werden. Für mich war es jetzt nicht so, in meinem Beruf als TV-Operator oder bei den meisten anderen ist es auch nicht so, aber man sollte auf jeden Fall dem Ganzen bewusst sein. Deswegen empfehle ich auch, wenn ihr quasi anfangt, dann guckt nach einem Vertrag, der jetzt nicht 6 Monate ist für den ersten Vertrag, sondern versucht da wirklich erstmal einen kompakteren Vertrag zu machen, um erstmal zu gucken, ob es euch überhaupt gefällt und wie ihr mit dieser Arbeitslast von den 7 Tagen die Woche auskommt. Dann ist es auch so, dass natürlich die Stunden prinzipiell festgeschrieben sind auf 8 Stunden, aber auch in diesem Vertrag steht drin, dass es so sein kann, dass ihr mehr Stunden arbeitet. Das können dann auch, also bei mir war es auch mal so, dass es dann beispielsweise auch mal 14 Stunden am Tag sein können. Was natürlich dann krass ist, aber auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder Tage, wo ihr weniger arbeiten müsst. Das muss man dann halt so ein bisschen im Verhältnis sehen. Meistens ist es tatsächlich ein bisschen mehr, dass man arbeiten muss, als weniger, aber
So ist es halt. Wo muss man mit leben? Das steht halt, wie gesagt, im Arbeitsvertrag so drin. Da kann man halt nichts machen. Dann bekommt man aber noch Urlaubstage. Und das waren bei mir 10 Urlaubstage pro Monat, was schon sehr, sehr gut ist. Weil normalerweise hat man halt 8 Tage, also Samstag und Sonntag im Monat frei. Weil ein Monat hat 4 Wochen und dann quasi jede Woche 2 Tage, die man frei hat, sind halt 8 Tage plus 2 extra Tage, sind wir bei 10 Tagen, die man dann quasi ausgezahlt bekommt als Urlaub. Wenn man jetzt beispielsweise 3 Monate auf dem Schiff ist, kriegt man halt nochmal 30 Tage Urlaub ausgezahlt. Bedeutet, wenn man 3 Monate auf dem Schiff ist, bekommt man 4 Monate ausgezahlt. Bei mir war es auch so, dass ich, als ich das 3. Gehalt bekommen habe, auch direkt schon das 4. Gehalt mitbekommen habe und ja, dann war da auf jeden Fall erstmal ein fetter Batzen Kohle auf dem Konto. Außerdem muss man sagen, dass man, wenn man mit AIDA fährt, einen italienischen Arbeitsvertrag bekommt, also keinen deutschen. Und beim italienischen Arbeitsvertrag ist es so, dass man da weniger Steuern bezahlt als in Deutschland. Und durch das Doppelsteuerabkommen zwischen Italien und Deutschland ist es halt auch so, dass man nur in einem Land die Steuern bezahlen muss. Also ihr müsst es dann nicht nochmal in Deutschland versteuern. Müsst euch aber, wenn ihr dann quasi runter vom Schiff geht und keinen Dauervertrag habt, dann arbeitslos melden oder bietet sich halt an, damit ihr Arbeitslosengeld bekommt und auch dann entsprechend versichert seid. Wenn ihr jetzt an Bord des Schiffes seid, bekommt ihr die Versicherung. Wenn ihr runtergeht, verfällt die dann wieder. Und da kommt man dann circa auf 1.900 Euro, was man dann quasi jetzt verdient. Zwischen 1.900 und 2.000 Euro. Und da geht es natürlich auch nochmal abhängig davon, wie viele Tage man jetzt an Bord ist. Also das wird auch immer auf einen vollen Monat berechnet. Wenn man jetzt aber später anfängt, ist es natürlich so, dass das Gehalt dann niedriger ist. Jetzt könnte man ja meinen, das Netto-Haushaltseinkommen 2021 war im Durchschnitt 3.813 Euro. Das ist natürlich schon wenig, wenn du da jetzt nur 1.700 verdienst. Klar, das könnte man denken, aber da kommt jetzt das große Aber. Man hat nur bis zur Hälfte gedacht, weil natürlich kommt da auch noch das komplette Leben mit dazu, was halt reinspielt. Und wenn man das auch nochmal betrachtet, ist es so, dass die Deutschen als deutscher Angestellter im Vergleich 2.990 Euro pro Monat ausgeben als quasi Lebensunterhaltungskosten. Davon sind allein 992 Euro das Wohnen, also 31,5% sind Wohnen davon. Und dann kommt noch Verkehr dazu mit 448 Euro, also wenn man jetzt irgendwo hinfährt. Lebensmittel auch ganz interessant, sind 396 Euro. Und dann halt noch so ein bisschen Freizeit nebenbei, Ausstattung im Haushalt kommt auch noch mit dazu. Das muss man halt alles beachten. Und wenn man jetzt guckt, dass das 2.990 Euro sind, dann kann man das nämlich auch ins Verhältnis setzen mit dem, was man bei AIDA verdient. Weil wenn ihr jetzt auf AIDA seid, bedeutet das, dass ihr ja keine Miete bezahlen müsst und auch kein Essen zwangsläufig, weil das bekommt ihr alles gestellt. Essen, Getränke und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Faktor 369 für Lebensmittel und dieser Faktor 942 Euro fürs Wohnen fällt schon mal komplett weg. Und daher würde ich sagen, sind wir ungefähr bei Ausgaben, die ihr im Monat habt. Bei mir waren es jetzt ungefähr 200 Euro an Bord, wenn man jetzt zum Beispiel mal essen geht. Weil wenn man jetzt irgendwo an Bord nochmal ein bisschen essen gehen will, kann man das machen in allen Restaurants. Das ist eigentlich auch das Coole bei AIDA, dass man quasi sich da auch in die Gästerestaurants mit reinsetzen kann, nach vorheriger Anmeldung, je nach Auslastung und so weiter und so fort, dann da auch mit essen gehen kann. Und da ist es dann in manchen Restaurants so, dass man natürlich auch bezahlen muss. Oder beispielsweise auch, wenn man an die Bar geht, die Crewbar, hat man dann da auch Crewgetränke, die man natürlich bezahlen muss. Aber das waren bei mir im Durchschnitt 200 Euro. Und da muss ich dann sagen, habe ich mir das auch wirklich gut gehen lassen an Bord. Ich habe zum Beispiel auch das Internetpaket bezahlt, was 50 Euro, glaube ich, gekostet hat. Oder dann halt entsprechende Getränke deswegen. Oder auch mal eine Massage habe ich mir auch geleistet. Deswegen sind das ungefähr so 200 Euro, wenn man jetzt sich wirklich gut gehen lässt auf dem Schiff, die man jeden Monat so als Lebensunterhaltungskosten bezahlt. Dazu kommen natürlich auch nochmal Kosten, die man jetzt sowieso hat, wie beispielsweise irgendwelche Abos. Heißt Netflix-Abo, Spotify-Abo, irgendwelche Zeitungs-Abos beispielsweise. Oder halt auch Versicherungen, Lebensversicherung, Reiseversicherung und so weiter und so fort, die man jetzt nochmal zusätzlich abgeschlossen hat, die kommen natürlich auch alle mit dazu. Aber am günstigsten kommt man tatsächlich, wenn man jetzt sagen möchte, AIDA wirklich durchziehen, dann einfach Wohnung kündigen in der Zeit, wo man quasi nicht auf dem Schiff ist, bei seinen Eltern wohnt, und dann kann man hier wirklich sehr, sehr viel verdienen, weil wie gesagt, 200 Euro an Essen, Spaß und so weiter und so fort an Bord, plus dann nochmal 500 Euro sein, die jetzt quasi für irgendwelche Nebensachen mit dazukommen. Das bedeutet, wir gehen jetzt einfach mal von 700 Euro aus, die man jeden Monat noch abtreten muss, beispielsweise durch Essen an Bord, durch die Getränke, durch irgendwelche Abos. Das ist schon sehr, sehr viel mit 700 Euro. Also da lässt man sich schon ordentlich gut gehen, hat einiges abgeschlossen, geht häufig mal was essen, auch in den Destinationen zum Beispiel. Wenn man dann an Land ist, kann man sich da auch gut was gönnen für 700 Euro im Monat.
Und dementsprechend kann man halt sagen, das, was man auf AIDA verdient, ist wirklich gut. Und in der Regel, wenn man halt so ein bisschen seinen Lebensstandard auch anpasst, nicht so viel mehr zu Hause hat, vielleicht ein paar Abos kündigt, weil man eh zum Beispiel keine Zeit hat, Netflix zu gucken, und ein bisschen auf seine Ausgaben achtet, dann ist es auch so, dass man hier wirklich sehr, sehr gutes Geld verdienen kann und vor allen Dingen gut was sparen kann. Natürlich muss man dann aber auch wieder betrachten, dass man in den Monaten, wo man dann nicht auf dem Schiff ist, das Gesparte wieder verbraucht, wenn man dann zum Beispiel in Urlaub fährt und so weiter und so fort. Aber man arbeitet sich ja dann auch hoch, man spart was an, man geht 3 Monate auf dem Schiff, man ist dann 2 Monate an Land und dann geht man wieder 3 Monate auf dem Schiff. Also das gleicht sich dann irgendwann aus und dementsprechend muss ich sagen, unterm Strich, jetzt habt ihr die Zahlen genannt, jetzt könnt ihr das ein bisschen einordnen, was das quasi bedeutet. Und ich muss sagen, ich bin mit meinem Gehalt vollkommen zufrieden. Klar, jedes Gehalt kann mehr sein, machen wir uns nichts vor. Es wird natürlich dann auch, je nachdem, welche Position man im Schiff erreicht oder bei den entsprechenden Stellen, wird es halt dann auch mehr. Und das gar nicht mal so wenig. Wenn man jetzt beispielsweise First TVO wird, also von Second zu First, dann wird das auch mal schnell ein Tausender mehr. Und wenn man dann zum Beispiel noch Supervisorin wird, dann ist das auch noch mal ein Stück mehr. Allein, das habe ich jetzt mal geguckt, und auch jetzt mal ein Beispiel zu bringen, was ich jetzt natürlich auch wieder nicht widerlegen kann, aber ich habe jetzt mal im Internet recherchiert bei Kununu. Und da ist es so, dass ein Kapitän im Monat 6.266 Euro bekommt, quasi als Bruttogehalt. Und das ist natürlich dann schon wieder eine Menge, wenn man halt betrachtet, dass er keine Ausgaben hat in Form von Wohnung oder Essen, während er auf dem Schiff ist. Und da muss ich sagen, da lohnt sich das dann schon. Also wenn man sagt, man macht das jetzt ein paar Jahre, sich dann da langsam hocharbeitet, kann man da, wie gesagt, sehr, sehr gutes Geld verdienen und das relativiert dann halt auch so ein bisschen diesen Aspekt, dass man halt dann 7 Tage die Woche arbeitet und dann teilweise auch ein bisschen mehr arbeitet als normal vorgegeben, weil halt entsprechend dann das Gehalt auch stimmt. Ich hoffe mal, das waren jetzt nicht zu viele Zahlen für euch und das war alles irgendwie verständlich. Wenn nicht, dann schreibt mir gerne unten in die Kommentare nochmal, falls euch irgendwas aufgestoßen ist oder euch da aufgefallen ist, dann können wir da gerne nochmal in Diskurs gehen. Und ansonsten freue ich mich auf eines der nächsten Videos, denn da werde ich dann wieder jemanden an Bord interviewen. Eine weitere Person, ich glaube, dieses Mal ist eine Scoutine, die dann ein bisschen was über ihren Alltag an Bord bequatscht. Ansonsten habe ich euch oben mal noch ein Video verlinkt zu dem Alltag an Bord, was jetzt so genau meine Position war, weil das spielt ja auch noch mit rein, wenn man jetzt um das Gehalt quatscht, was dann für Leistungen dahinter stehen. Ansonsten war es von meinem Video hier. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vergesst nicht zu abonnieren. Dann sieht man sich in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Ciao.